grüß euch. Heute fährt der Chef selber. Haben wir jetzt am Vormittag drüben Holz gehackt. Relativ, also wird ein Schlagel werden. Und heute fährt der Dom und jetzt kann ich da mal auf der Seite zu filmen. Mal schauen. Alle Lampen abgeschnitten, ja genau, passt das. Da geht sich das aus. Ja, wie gesagt, eben, nein Tonnenbagger, oder hätte es jetzt ein bisschen mehr wahrscheinlich mit dem ganzen Aufbau mit dem Gewicht hinten drauf und so. Und funktioniert tadellos. Kopf ist der Manta 300 von Heme, ist eine Lochentaler Firma, eine kleine. Und die machen wirklich super verarbeitet. Ein paar Sachen haben wir schon gemacht. Da, Luis, wirklich super. Ich möchte mal da mit der Umlenkkohle aufzupfen. Jetzt ist voll da. Die beengte Platzverhältnisse und der Weg ist ein richtiger Deckelweg da einer. Eben wie gesagt, die Fläche gehört den Nachbar drüben. Eben, das ist unser Grund, wo wir uns gerade befinden. Und die machen das. Jetzt natürlich fest mehr schädig, aber ist jetzt so. Kannst nichts machen. Wird noch mit dem Forstanhänger ausgeführt. Thomas fährt natürlich einen Tacken schneller wie ich, ist eh klar. Da hat der Schnee da gemacht. Bin neugierig, ja, geht auch so halbwegs. Nichts bei dir so, brauchen wir nicht dumm scheißen. Kann man das Heizwerk einfach umgreifen und auch bei dir ist es halt einfach so. Hergelegt kann ich es nicht, jetzt nicht wirklich schön, aber was willst du denn? Was willst du erwarten, wenn man da so komplett an von Knall aufzieht? Für alle ist noch nicht gewesen, hinten 1000 Kilo Gegengewicht beim Bagger. Deswegen steht er auch ohne Schütthobelhosen wirklich gut. Also Rotbagger, das ist ein bewackelt immer, das ist ganz normal. Das ist kein Kettenbagger, das ist ein Rotbagger. Ideal war ein Bagger mit 12 Tonnen raus für das gespannt. Also jetzt war einer bei uns, schöne Grüße nochmal an Manuel, glaube ich, und Mora, oder ins Murtal. Der hat ein Schlepper, also ein Knickschlepper, und der will den dort aufbauen. Jetzt bin ich, wie weit er schon ist, ob er schon in Verhandlung ist oder nicht, wenn wir uns einmal noch zusammen. Aber so sagen, Schlepper, also überall wo genug Ölleistung ist, eben 12 Tonnen Bagger. Und eben bei den Rotbagger, die haben auch öfters mehr Leistung wie Kettenbagger, gell, Ölleistung. Du müsst es ein bisschen, es geht eigentlich mit der Pumpe jetzt eigentlich tadellos, ist aber jetzt auf dem unteren Limit, das war aber mit einem anderen Produkt nichts Besonderes gewesen und der Kopf braucht trotzdem im Verhältnis wahrscheinlich am wenigsten von alle. Im Verhältnis, also für die Leistungsklasse. Ist auch, was habe ich gesagt, eine 42 bringt er durch beim Osten und beim Abschneiden. Reifen kann er natürlich viel weiter. Reifen kann er natürlich viel, viel weiter. Aber ja. Eben, Manta 300, wie gesagt, das sind die Reifvorteile. Felden entasten und Felden entasten und was war noch?
drei Vorteile. Warte, jetzt muss ich überlegen. Also, fehlen und außen und greifen, sowas. Ja, ist halt oft so. Der Marchcode, aber nachlässt schon. Ja, der hitzt da.
Das war's nachher. Bagger, 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 Bagger. Bagger. Da haben wir schön in Position gestellt. Da geht's wieder mit Umlenkrolle. Wenn wir die paar Prickel noch herzupfen. Servus dabei, bis später.